Ja, Leute, so kann es gehen. Gleich mal zu Beginn der Tour auf den ersten 2 Kilometern falsch gelaufen. Ich hatte jetzt auch gerade vor 10 Minuten eine kuriose Begegnung hier im Wald. Mitten im Wald stand ein Auto in einer Kurve. Ja, und dann kamen mir 4 Leute entgegen, direkt vom Wald hergelaufen zum Auto. Erstmal 2 Männer, ein Mann davon hatte eine schöne große Kamera umhängen und die anderen 2, die im Hintergrund liefen, war ein Brautpaar. Ja, ist zwar hier nicht der Garten Eden, wo sich Adam und Eva begegnet sind, aber trotzdem hier ein sehr schönes Fleckchen hier oben am Köhlgarten. Wahnsinn hier. Wie geil muss hier erst die Aussicht sein, wenn da blauer Himmel ist, wolkenlos. Hallo Leute, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Wanderung von mir. Wieder mal in einer neuen Ecke, neue Gegend, wo ich unterwegs bin. Im Landkreis Lörrach, in der Nähe von Zell, im Wiesental, in einem Seitental aber wiederum. Ziemlich abgelegen bin ich an einem Wanderparkplatz gestartet. Ein recht kleiner Parkplatz, hat vielleicht Platz für 5 Autos. Da hatte ich Glück, sonst wäre ich nämlich ein bisschen weiter hochgefahren. Richtung altes Forsthaus, da wollte ich eigentlich ursprünglich starten, aber da wäre es wahrscheinlich ein bisschen enger gewesen oder der Platz wäre nicht so optimal für ein Auto, um es da abzustellen. Jedenfalls wird meine Tour heute so etwa 18, 19 Kilometer lang werden. Es geht Richtung Köhlgarten, das liegt dann etwa 1224 Meter hoch, um genau zu sein. Eine schöne, herrliche Ecke, ruhig. Landschaftlich sehr reizvoll soll es dort sein, habe ich schon gehört, Bilder gesehen. Ja, auch wieder ein Rundkurs quasi. Höhenmeter dürften es jetzt, ich schätze, um die 600 werden insgesamt. Es nieselt etwas, soll ja heute immer wieder Schauer geben, den Tag über. Es ist recht angenehm von den Temperaturen, also für mich jetzt genau richtig, auch um mit kurzen Hosen unterwegs zu sein. Ja, jetzt geht es halt erstmal 1,5 Kilometer gut eine schmale Fahrstraße hinauf Richtung altes Forsthaus und dann geht es auf eine schöne große Schleife. Ja, die Fahrt hierher war auch recht abenteuerlich von der Autobahn her, wenn man in Mülheim-Neuenburg abfährt an der A5. Erstmal Bundesstraße eine Weile, dann geht es schon seitlich ab nach Mülheim. Auf kurvenreichen, schmalen, recht unübersichtlichen Fahrstraßen, auch zum Teil recht uneben, löchrig, kein so toller Fahrbahnbelag, ging es dann relativ weit steil bergauf an einer Reha-Klinik vorbei. Da bin ich schon im dichten Nebel rumgefahren kurzzeitig. Dann ging es auf der anderen Seite wieder etwas bergab, dann wieder ansteigen. Also da fährt man von der Autobahn noch fast, ja, 28 bis 30 Kilometer, bis man hier in diesem ruhigen, idyllischen Seitental ist, in der Nähe von Zell im Wiesental. Schönau ist noch in der Nähe, wem das was sagt. Ja, und jetzt geht es halt erstmal bergauf, Höhenmeter sammeln.
Und ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Tour. Lehnt euch zurück und genießt ein paar Eindrücke. Auch wenn jetzt die Sonne heute mal wieder nicht scheint. Kann ja nicht jeden Tag so schön sein. So, Richtung Jungholz geht es weiter. 1,6 Kilometer von hier. Jetzt angekommen, gerade am alten Forsthaus, 810 Meter hoch. Also weiter geht's. Und mittlerweile habe ich schon knapp 1,7 Kilometer absolviert. Ja, Leute, so kann es gehen. Gleich mal zu Beginn der Tour auf den ersten 2 Kilometern falsch gelaufen. Die Straße bergauf am alten Forsthaus anstatt links hier auf diesem breiten Forstweg, der nicht geteert ist. Hier geht es nämlich richtig weiter. Ja, wenn man mal denkt, man macht alles aus dem Kopf raus, ist es dann doch besser, wenn man das Navi einschaltet und die GPX-Tour dann ersichtlich macht, dass man weiß, wo es genau weitergeht. Aber hier bin ich jetzt jedenfalls richtig. Und es nieselt weiterhin. Ganz feiner Nieselregen. Bei etwa, ja, was haben wir jetzt hier? 11, 12 Grad, mehr nicht. Ja, wen es interessiert, ich laufe hier gerade um den Berg Obere Buck. Also ich glaube, es heißt die Obere Buck, weil sonst würde dran stehen Oberer Buck. 954 Meter hoch soll der Berg sein. Um den laufe ich links herum zur Hälfte. Also der befindet sich irgendwo hier auf dieser Anhöhe dann quasi. Ja, und ich komme ja heute auch in eine Region von etwas mehr als 1200 Metern Höhe. Wenn ich dann nämlich am Köhlgarten angekommen bin, der hat ja schon knapp 1220, und gestartet bin ich auf dem Parkplatz unten, weiß ich gar nicht, wie hoch ich da war. Ich schätze, es waren 700 etwa. Dann am alten Forsthaus waren es 810. Und jetzt bin ich nicht allzu sehr angestiegen, nur minimal. Ja, die Höhenmeter, die folgen eben dann wieder im weiteren Verlaufe. Ja, Leute, ich hatte jetzt auch gerade vor 10 Minuten eine kuriose Begegnung hier im Wald. Mitten im Wald stand ein Auto in einer Kurve am Waldrand. Ja, und dann kamen mir 4 Leute entgegen, direkt vom Wald hergelaufen zum Auto. Erstmal 2 Männer, ein Mann davon hatte eine schöne große Kamera umhängen. Und die anderen 2, die im Hintergrund liefen, war ein Brautpaar, also richtig toll. Sie hatte das weiße Brautkleid an,
weiße Stöckelschuhe, glaube ich. Und das ist natürlich sehr schwer dann mühsam überhaupt im Wald laufen zu können. Ja, Ehegatte, ihr werden da, hat einen Anzug an in Grau. Ja, war also schon, da war ich schon sehr überrascht. Die sind wahrscheinlich da zu so einer, oberhalb einer Lichtung gewandert. Musste man etwa 200, 300 Meter im Wald bergauf, damit man so das ganze Tal vorschauen kann. Habe ich auch vorhin aufgenommen, diese Szene, als ich da vorbeigelaufen bin und dann so ins Tal vorschauen konnte. Ich vermute mal, dass die dorthin gelaufen sind und haben da ein paar schöne Hochzeitsfotos gemacht. Aber ansonsten wirklich eine wahnsinnig ruhige Ecke hier. Man trifft hier keine Läufer, Wanderer, E-Biker, Mountainbiker oder sonst was. Also extrem ruhig. Nicht mal Vögel hört man hier. Es ist richtig schön abgeschieden und man ist doch in einer schönen, ordentlichen Höhenlage hier. Ich dürfte jetzt schon bestimmt so um die 1000 Meter hoch sein, tippe ich mal. Ja, und alles sehr waldreich, saftiges Grün natürlich. Und es hat gerade mal wieder aufgehört zu regnen. Aha, auch ein schöner Ausblick hier runter an das sich öffnende Wiesental. Ganz da unten liegen 5 Kühe auf der Wiese und machen sich es gemütlich. Links von mir plätschert ein kleiner Bach. Ja, und jetzt bin ich gerade wieder am Waldrand unterwegs. Boah, diese wahnsinnige Ruhe hier im Wald, sensationell. Also man hört nur ein bisschen das Rauschen des Windes in den Blättern. Also man könnte hier irgendwie ein gesundheitliches Ereignis haben. Ich glaube, man würde hier erst nach mehreren Stunden gefunden werden, weil hier so das Ganze unbegangen ist, überhaupt nicht frequentiert. Wenn man dann einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder irgendwas bekommt, ich glaube, dann liegt man hier erstmal eine Weile, aber das kann einem ja genauso gut woanders auch passieren. Gibt es auch ruhige Ecken im Wald. Ja, also hier ist jetzt schon das erste Mal angeschrieben da, der Köhlgarten. In diese Richtung geht es jetzt weiter für mich auf dem Zipfelweg. Zipfel, Zapfel. Also so viel kann ich euch sagen, am alpinen Pfad unterhalb des Feldberges, da trifft man wesentlich mehr Leute als wie hier. Hier, wie gesagt, nur das Brautpaar mit den 2 Männern getroffen im Wald, sonst überhaupt keine Menschenseele. Total ruhig hier, geschweige denn nicht zum Feldberg, vom Feldberg zu sprechen,
Da ist natürlich richtig viel los. Da wird man wahrscheinlich keine 30, 50 Meter für sich alleine sein. Schon kommen einem die nächsten Wanderer oder Ausflügler entgegen, weil man da eben auch sehr gut mit der Bahn hochkommt, Luftseilbahn mit der Gondel. Und hier ist eben totale Naturidylle, wie so ein verwunschener Märchenwald, in dem ich mich hier befinde, auf dem Weg Richtung Köhlgarten. Ja, ziemlich grobes Geröll hier auf diesem Weg. So, ja, größere Steine, über die man läuft. Gar nicht so einfach hier drauf zu laufen, weil es alles sehr uneben ist am Boden. Wenn das jetzt nur sandiger Bodenbelag wäre, wäre es einfacher. Und hier steigt es natürlich auch noch ein bisschen bergan. Aber so ist das nun mal. Seit ich gerade eben an dieser Hütte, die links am Wegrand war, vorbeigekommen bin, laufe ich quasi jetzt immer auf so einer ähnlichen Höhe wie auf seinem Hochplateau in der Nähe des Köhlgartens. Bin hier auf dem vorderen, wie heißt es, ja, vorderen Köhlgartenweg unterwegs. Laufe jetzt so eine leichte Rechtsschleife, ziemlich groß, bis ich dann zum richtigen Köhlgarten komme, der Position. Und ja, es ist recht bedeckt hier, das Wetter, aber momentan regnet es nicht. Und wie gesagt, auf einer ähnlichen Höhe laufe ich jetzt immer hier entlang. So ein breiter Forstweg, in der Mitte ein bisschen begrünt. Ja, Ausblicke zwischendrin gibt es ab und zu mal nach links. Aber wenn, dann nur ganz kleine Fernsichten. Und ja, bei dem Wetter heute hat man natürlich nicht so die beste Sicht ganz weit weg, aber zwischendrin ermöglichen sich doch immer wieder mal so kleine Ausblicke am Wegrand. Und wahnsinnig viele Hochsitze hier, Försterhochsitze, ganz enorm. Also waren es bestimmt schon mehr als 10 Stück, die ich jetzt schon unterwegs getroffen habe, auf meinen 8,5 bis fast 9 Kilometern, die ich jetzt hier schon im Wald herumlaufe. Also richtig gut was los hier, von den Hochsitzen zumindest. Von den Menschenmassen hier kann man natürlich nicht reden. Ne? Hier totale Einsamkeit, Natur pur und eine Stille hier. Kein Lärm, man hört überhaupt keine Autos irgendwo in der Ferne. Also da wird auch keine Straße sein. Sehr, sehr ruhig. So liebe ich das.
als ich vor ein paar Minuten an dieser Wegkreuzung vorbeigekommen bin, wo dieses orangene Mähfahrzeug stand, da dachte ich, oh, jetzt zieht es aber richtig kräftig zu. Da zieht jetzt wieder ein richtiger Regenguss über mich drüber. Also dass es wieder anfängt zu regnen, aber jetzt hat es wieder minimal aufgeklärt. Also das Wetter weiß heute auch nicht so richtig, was es machen will, was es bringt. Also mit immer wieder kleinen Regengüssen scheint ja heute zu rechnen, wie die Wetterleute gesagt haben. Aber naja, wie ihr gesehen habt, Regenschirm habe ich dabei. Ja, und seit fast 2 Stunden habe ich jetzt überhaupt niemanden getroffen, gar niemand. Also seit ich diese 4 Leute da getroffen habe, dieses Hochzeitspaar da im Wald. Ja, das war nach 25 Minuten. Jetzt bin ich 2 Stunden 18 unterwegs und immer noch niemand getroffen auf der gesamten Strecke. Und ich war permanent nur am Laufen, am Wandern. Gar niemand. Sowas von extrem niedrig frequentiert hier die Runde um den Köhlgarten. Eine Ruhe hier. Das kann man sich nicht vorstellen. So, jetzt bin ich hier wieder an einer größeren Wegkreuzung angekommen, wo sich 4 Wege treffen. Aber ich müsste hier auf dem Köhlgarten-Kopfweg weiter wandern. Leicht ansteigend. Und dann macht es eine Rechtsbiegung und dann laufe ich so eine Schleife quasi Richtung Köhlgarten. Weiterhin immer auf breiten Forstwegen. Und jetzt nach einer Rechtsbiegung geht es mal richtig steil nach oben. Immer noch auf dem Köhlgarten-Kopfweg, wo ich da unterwegs bin. Boah, ja, da geht es mal richtig straight hoch. Heftig. Wie ihr seht, seht ihr hier nicht viel außer einer kräftigen Wolkendecke hier. Alles extrem hochnebelig in der Ferne. Man kann so ein paar hundert Meter nach vorne schauen über die ganzen Baumspitzen, aber dann kommt eine weiße Wand und man sieht überhaupt nichts mehr. Von blauem Himmel ganz zu schweigen. Puh, ich glaube, jetzt bin ich hier angekommen, halb im Nebel. Das muss ja der Köhlgarten sein, jawohl. Über 1220 Meter bin ich hier hoch. Da vorne eine Bank. Oh ja, da hat man natürlich bei besserem Wetter eine grandiose Fernsicht. Bis vor zur Rheinebene sicherlich. Rüber nach Frankreich. Boah, die Hügelkette ganz drüben. Aber alles viel zu weit weg und zu diesig. Aber das mal hier ein ruhiges Fleckchen Erde. Das habe ich jetzt hier nach etwa 12,4, 12,5 Kilometern erreicht. Führt sogar ein kleiner
Trampelpfad noch zu dieser Bank. Eine kleine Grillstelle. Boah. Ja, eine urige Bank hier. Die muss auch schon eine Weile hier stehen. Wahnsinn. Was für eine Sicht. Leider etwas vernebelt und sehr diesig. Aber trotzdem schön. Ja, ist zwar hier nicht der Garten Eden, wo sich Adam und Eva begegnet sind, aber trotzdem hier ein sehr schönes Fleckchen hier oben am Köhlgarten. Wahnsinn hier. Wie geil muss hier erst die Aussicht sein, wenn da blauer Himmel ist, wolkenlos, 30, 40, 50 Kilometer bis in die Ferne. Wahrscheinlich kann man dann schon von hier aus bis in die Schweizer Alpen schauen. Also schon enorm. Also ganz da hinten links, da wird es dann wohl schon regnen kräftig. Hier ist ein bisschen besser, aber die Wolken zieht es halt wahnsinnig weit runter. Alles sehr düster und ja, Nebel verhangen. Aber ein sehr ruhiges, schönes Plätzchen hier oben. Und auf keinen Fall überlaufen. Ja, da zieht der Nebel jetzt so hier über die Kante. Naja, gehe ich mal weiter. It'd be easier for me if I turn away to flee.
Und hier nochmal eine verlassene Bank, zwei Bänke sogar. Auch ein sehr guter Ausblick normalerweise. Ja, aber heute mal nicht so. Dafür sind die ganzen Stechmücken und Bremsen nicht unterwegs. Bei diesem Wetter wird man schon nicht von den Blutsaugern attackiert. Hat in der Hinsicht auch schon mal wieder was Gutes für den heutigen Tag. Fahrt auf der Hochebene entlang gewandert und schon geht es hier mächtig steil bergab. Da muss man richtig aufpassen. Der Boden ist ja auch noch etwas feucht vom letzten Regen. Richtig geröllig hier. Boah. Naja, die gesamten Höhenmeter werde ich jetzt auf der Tour gesammelt haben. Ab jetzt geht es dann die letzten paar Kilometer immer wieder bergab. Zu Beginn der Strecke bis zum Köhlgarten hoch waren es ja eigentlich ausschließlich immer Forstwege, also richtig gute, breite, ausgebaute Wege. Und direkt am Köhlgarten dann auf dem Rückweg schmale Trails, richtig schöne Pfade, abenteuerlich, dicht bewaldet an der Seite und ja, richtiges Naturerlebnis eben. Muss ich hier schauen, hier geht es dann links weiter, also fast geradeaus. Mal schauen, ob ich noch Glück habe mit dem Wetter oder ob es dann doch noch regnet. Ich bin ja auf alles vorbereitet. Lieber Scholli, hier geht es aber runter. Das Hochwandern im Sommer hier, das wird auch heftig. Also das knallt rein. Da geht es ja richtig steil bergauf. Uiuiui, muss man da bremsen. Da braucht man echt gute Knie. Da vorne liegt noch ein Baumstamm quer. Totholz. Und wenn man sich hier nicht auskennt, ist man ohne GPS-Gerät auch verloren. Denn man verliert hier sehr schnell die Orientierung, wenn man da auf einem, ja, so einer Hochebene immer im Kreis, also in so Schleifen herumgeführt wird. Da blickt man dann gar nicht mehr durch. Wo komme ich dann überhaupt raus? Wie geht es weiter? Wo komme ich da runter? Weil so viele Schilder gibt es hier nicht, Wegweiser, dass man da immer wieder gleich zu seinem Ausgangspunkt zurückfindet. Also von daher bin ich saufroh, dass ich diese Tour hier auf meinem Garmin-Navi dabei habe. Und darauf kann ich mich verlassen.
Hat ja auch immer guten Empfang hier. Und es geht weiter abwärts. So Leute, seit etwa 3 Stunden nun mal wieder ganz normale Wegweiser, die ich so vermisst habe. Also da muss man sich echt auskennen hier in der Gegend. Jetzt bin ich ja fast 1000 Meter hoch, Gemarkung Jungholz, 990 Meter hoch. Und es geht hier geradeaus für mich. Ja, da hinten steht noch der Nonnenmattweiher dran, 4 Kilometer entfernt. Kenne ich ja auch von einer anderen Tour, wo ich den Belchen besucht habe. Der liegt ja auch 14 hoch, aber natürlich wesentlich stärker frequentiert wie hier. Hier habe ich immer noch niemanden getroffen, seit über 3 Stunden, wo ich allein unterwegs bin. Also insgesamt bin ich jetzt 3 Stunden 23 zu Fuß und naja, seitdem gar niemand getroffen. Immer nur für mich alleine hier. Herrlich. Geht es steil, steil bergab hier auf diesem Wald- und Wiesenweg. Aber richtig mächtig, mein lieber Mann. Da heißt es bremsen. Nicht, dass man unfreiwillig ins Rutschen kommt. Bei manch losem Geröll hier. Obacht! Und es fängt wieder leicht zu tröpfeln an. Jetzt am frühen Nachmittag. So, hier vorne wieder ein Lichtblick. Ich glaube, da muss ich jetzt auch so langsam wieder Richtung altes Forsthaus kommen. Bin ja hier jetzt bei Kühlenbronn gelandet. Ja, ich glaube, das muss dann da unten irgendwo sein, wo ich dann wieder auf meinen ursprünglichen Weg komme, der sich dann geteilt hat, wo ich zu Anfangs etwa ja, 150, 200 Meter geradeaus gelaufen bin, fälschlicherweise. Ja. Da gackert schon wieder ein Hahn. Da geht es wieder auf viel Schotter bergab. Aber so allmählich schließt sich dann die Runde hier. Bin jetzt bei Kilometer 16 angekommen, in 3 Stunden 29 reiner Wanderzeit. Ja, 15.20 Uhr haben wir jetzt. Also bis auf die 4 Leute zu Beginn, sonst überhaupt niemand getroffen. Das habe ich auch ganz selten mal auf einer Wanderung, dass ich da mal 3-4 Stunden komplett autark im Wald unterwegs bin und gar keine Menschenseele treffe. Also wenn, dann trifft man doch mal vielleicht einen MTBler oder einen E-Biker oder einen Nordic Walker oder so. Aber dass man gar niemanden trifft und das jetzt noch so in der Urlaubszeit, wo man denkt, hier und da könnte man doch mal ein paar einzelne Leute treffen oder so Zweiergrüppchen. Nee, nix heute. Ist das Wetter für die meisten doch nicht so einladend gewesen. Ah, ganz da unten ein Esel auf der Wiese. Kann man auch nicht so gut sehen hier wahrscheinlich auf der Actioncam. Ah doch, dann bin ich wieder auf meinem ursprünglichen Weg, da kenne ich mich dann aus. Habe ich mich etwas optisch getäuscht? Das hat so ähnlich ausgesehen von oben wie das alte Forsthaus, wo ich zu Beginn der Tour vorbeigekommen bin. Liegt aber doch noch eine Weile ein Stück oberhalb davon. Von daher muss ich jetzt doch noch so eine Schleife laufen. Der Wind hat etwas zugenommen.
Bin mal gespannt, auf wie viele Kilometer ich heute komme. Also ich denke, das dürften fast 20 werden. Um die 20 werden es werden, ja. Jetzt geht es hier noch so eine schöne Schleife. Ich zeige es euch mal hier vor. Ja, dann macht so allmählich dann einen Linksbogen und wird dann wohl da drüben im Wald wieder weiter abwärts gehen. Weil ich habe ja immer noch so bestimmt knapp um die 900 Meter Höhe hier und muss ja runter auf 700 etwa, vielleicht 720, da wo ich das Auto geparkt habe. Ja, Leute, das war es dann wieder so allmählich mit meiner Tour hier. Es werden wohl 21 Kilometer werden. Also ich laufe jetzt wieder auf dem Weg, wo ich zu Beginn gewandert bin, habe aber oben im Wald irgendwo so eine dumme Leichtzinsschlaufe drin gehabt, wo ich einen Umweg gewandert bin, was nicht hätte sein müssen. Wurde dadurch natürlich länger. Somit komme ich heute auf etwa 21 Kilometer. Ja, es geht jetzt also wieder die asphaltierte Straße bergab zum Parkplatz. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein, fürs virtuelle Begleiten. Ich denke, ich konnte euch trotz des nicht so aussichtsreichen Wetters ein paar Eindrücke hier von der Strecke entlang des Köhlgartens zeigen. Macht's gut, bis bald auf meinem Kanal wieder und tschüss!